Robin, du hast dich auf die falsche Seite der Macht geschlagen. Heiliges Kanonenrohr, brillengesichtige Maus. Hey, was geht's hier los? Ich hau euch auf die Fresse. Nein, das macht ihr nicht, denn ich habe einen Bizeps. Ich habe zwei Bizeps. Nein, verdammt. So. Willkommen zurück. Wir sind's von Lass mal reden her. Andi und... Hallo E-Beams, der Krisi von der Lass mal reden her. Ja, heute geht es nämlich um... Trickfilmserien aus unserer Kindheit. Ganz von viel, Zeitreise her. Von Zeit... Der trinkt heimlich. Also wir reden heute über unsere über die Trickfilmserien unserer Kindheit. Wir hauen einfach durcheinander. Wir wollen hier auch nicht über die einzelnen Trickfilmserien speziell reden, sondern wir knallen die Namen einfach mal rein. Vielleicht fallen uns zwei, drei Sachen dazu ein, aber... Immer mal wieder ein bisschen was, um raptulieren. Genau. So, und also es ist hier nicht eine Reihenfolge nach Genre sortiert oder nach Jahreszahl oder so. Wir haben ja damals auch immer alles durcheinander geguckt. Also es war ja nicht so, dass man sagt, heute gucke ich mir die 15. Staffel von Spider-Man an. Spider-Man! Spoiler! Spoiler. Spider-Man an, sondern man hat ja irgendwie immer durcheinander geguckt. Absolut. Wir wollen euch gar nicht lange auf die Folter spannen, weil wir haben ungefähr 400.200.333,2 Serien rausgesucht. Und das nimmt natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch. Und der Sender stellt uns immer nur ein paar Minuten zur Verfügung. Mm. Ich würde gerne die erste Serie mit einem Lied beginnen. Oh, schieß los. Mila ist 12 Jahre alt und lebt im fernen Japan. Kulleraugen. Mila kann lachen wie die Sonne über Fujiyama. Wupp, wupp. Mila kann machen, was sie will und was noch keiner. Immer, immer am Ball. Ja, eben noch gesagt, wir haben keine Zeit. So. Aber einfach mal eine Minute in Intro gesungen. Fand ich geil. Die konnte immer so einen Volleyball, die konnte irgendwann einen Volleyball so schlagen, dass der im toten Winkel der Augen war und der, ich weiß gar nicht, ob sie das konnte oder ihre Gegner das konnte, ich weiß nicht. Jedenfalls konnte die das und keiner hat den Ball mehr gesehen und dann haben die den alle mal ins Gesicht gekriegt. Plätscher, Plätscher, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Kommt ein Trüppchen später. Ja, okay, dann wer ist es? Caught in the Act. Es ist natürlich der gute Alfred Jodokus Quack. Hast du, nee, so hat er nicht geredet. Doch, so hat er geredet, war original 1:1. Hast du ihn früher synchronisiert schon? Ja, früher synchronisiert, ja. Ja. Fand ich gut. Der hatte einen Papa als Maulwurf. Ja. Einen Maulwurf als Papa. Echt? Ich dachte, er war eine Ente. Ja, deswegen hatte er trotzdem, er hatte eine schwarze Entenfreundin. Ja, so gut kann ich mich an die Serie dann auch nicht erinnern. Aber vielleicht kannst du dich ja an eine andere Serie erinnern, an kleine blaue Wesen. Ah. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, meine Zehen, wenn ich sie irgendwo dran stoße oder so. Nicht ganz, sondern die Schlümpfe. Die Schlümpfe fand ich großartig. Wie ging das Lied? Sie doch mal. Die Lied? Ja klar. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Aber das war ja nicht das offizielle Schlümpflied. Nee. Nee, leider. Hattest du einen Lieblingsschlumpf? Ja, Gargamel. Ich wollte jetzt das Lied singen und dich erraten lassen, aber das fängt ja an mit Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Hast du auch immer über Clara gelacht, über ihr Schicksal? Ich weiß noch nicht mal, über welche Serie du redest. Über Heidi. Ach, okay. Das ist die Freundin von Biene Maja. Glaubst du, das hat der gleiche gezeichnet wie Biene Maja? Sah ein bisschen ähnlich aus. Wieso gezeichnet? Die sind doch echt. Heidi ist ja wohl ein Mensch. Okay, du wolltest kurz über Clara reden. Wolltest du sie auch immer den Abgrund... Den Berg runter? Ja, mit dem Rollstuhl. Also ich meine, das wäre vielleicht mit einer GoPro, wäre eine krasse Aufnahme. Brett Feuerstein. Jabadabadu! Ich bin der beste Imitator der Welt. Ich finde, du solltest das beruflich machen. Ja, imitatortieren? Nee, so synchronisieren oder sowas. Wilma! Bum, bum, bum. Bei Fred muss ich instant an das Auto denken. Das mit den Füßen. Ja, genau. Ich mache heute übrigens, lass mal reden, mit dem Herrn aus Police Academy. Ja. Jones. Jones, ja. Soll ich mal Dino nachmachen? Effektchecker. Soll ich mal Dino nach? Wow. Vielen Dank für die Blumen. Reicht auch. Vielen Dank. Von dir. Was,
du Tom und Jerry geguckt? Tom und Jerry. Fand ich großartig. Ja. Die Porno-Version? Tom und Jerry? Ja, Tom und Jerry. Ja, fand ich immer, oh, ich weiß. Fand ich immer okay, aber irgendwie tat mir Tom immer leid. Bei Tom und Jerry muss ich immer daran denken, dass mir es zu schnell vorbei war. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie unsere Sendung. Das ist den Leuten auch immer zu schnell vorbei. Deswegen, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ich als Basketballfan habe natürlich damals die Serie Kickers richtig gut gefunden, wo die Fußball spielen die ganze Zeit. Die haben so einen Dreierangriff gemacht und der Torwart ist nach links gesprungen, hat sich am Pfosten abgestützt. Gehst du schon wieder? Nee. Jedenfalls ist er zum Pfosten gesprungen, hat sich am Pfosten abgestützt, weil er gemerkt hat, der Ball geht in die andere Ecke, hat sich in der Luft gedreht, hat sich vom Pfosten abgestützt, ist zum anderen, hat den Ball gefangen. Zack, und mehr kann man über die Serie nicht sagen. Kickers. He-Man ist eine meiner Top-Serien, ne? Weil ich mich so gut mit He-Man identifizieren konnte. I'm the master of the universe. Nein, das hat er nicht gesagt, Junge. Er hat gesagt, bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Das ist Grimjar, mein kleiner Freund, den, wenn ich mit einem Schwert auf ihn zeige, wird er zu Battle Cat. Grimjar war der Affe, ne? Nee, der Affe sitzt hier neben mir, muss ich sagen. Wo wir schon bei Affen sind, würde ich gerne über Enten reden. DuckTales. Ja. Leifen. Konnte man früher nicht, das Lied. Konnte man nicht. Es gibt eine neue Version von DuckTales, die jetzt rauskommt dieses Jahr. Selbe Intro-Musik, auch die alten Charaktere drin. Ich habe schon mal ein bisschen was gesehen. Krass, ist ja ein krasser Twist. Bei DuckTales die gleichen Charaktere. Ja, aber also gut, so richtig sagst. Gut. So, aber auch so in der Art, wie sie sind. So dieses Entdecker-Ding und so. DuckTales fand ich damals unfassbar geil. Hatte ich auch die ganzen Videospiele. Ich hatte sowieso alles. Captain Planet. Du meinst Leonardo DiCaprio, oder? Wieso? Der setzt sich doch so für den Umweltschutz ein. Ah. Aber Gaia hat Schnauze voll und hat deswegen 5 Ringe mit den Elementen an Leute verteilt, die dann, wenn sie combined wurden, zu Captain Planet gemacht haben. Fand ich richtig cool, ne? Aber ich fand immer scheiße den Typen, der gesagt hat, Liebe. Den finde ich heute vielleicht am besten. Liebe? Das war doch Mr. Burns bei den Simpsons. Ich bring euch Liebe. Wo er da so verstrahlt war. Simpsons. Schön, dass du es direkt erwähnst. Haben wir damit abgearbeitet. Das sind die Animaniacs. Ziemlich ne mit nem Knacks. Die Animani. Völlig plan-plani. Eisenhower-Mani. Animaniacs. Animaniacs war eine eigene Serie von Warner Brothers. Die haben im Warner Brothers Wasserturm gelebt. Was war bei den Animaniacs drin? Ich glaube, ich weiß nur, der Pinky. Der Pinky und der Brain. Machen deine Nixen nicht auch huhuhu? Ja, Gargoyles sind eigentlich Affen. Gargoyles sind eigentlich versteinerte Affen. Gargoyles fand ich cool. Weiß ich, dass du da nichts mit anfangen kannst. Deswegen würde ich sagen, Gargoyles, ihr seid erwähnt, wieder in Versteinerungsphase und weiter geht's. Ciao, Kakao. Jetzt sage ich was du bestimmt nicht kennst. Mäuse an der Macht. Hast recht, kenn ich nicht. Das waren Mäuse, die unter dem Weißen Haus gelebt haben und mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber ich fand es damals super geil, die Mäuse an der Macht. Bei Mäusen muss ich dann direkt an Danger Mouse denken, muss ich sagen. Und Lübcke, Schnauze. Biker Mice from Mars, wo wir schon bei Mäusen sind, das waren die coolsten. Ricky, Vicky, Modo, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Jedenfalls haben wir am Anfang mit denen gespielt. Die sind auf dem Motorrad vom Mars, bei der Mars. Der brillengesichtige Muskelprotz war Biker Mice? Welcher brillenbesichtige Muskelprotz? Den, mit dem ich gespielt habe. Ja, das waren die Biker Mice von Mars. Die mussten nämlich auf die Erde kommen und haben dann die Welt gerettet. Und ich hatte alles. Ich hatte jedes Spielzeug, ich hatte die ganzen Mäuse, ich hatte die Bösewichte, ich hatte die Motorräder. Und es ist das Coolste der Welt. Und ich finde, diese Serie sollte neu gemacht werden mit uns als Mäusen. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Mega starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Immer auf der Lauer. Welchen Turtle fandst du am coolsten? Leonardo. Der Blaue. Nee, Raphael. Raphael, der Rote. Mit den Pieksern. Ja, genau. Ich fand nicht mit Nunchaku. Nee, das war Michelangelo. Ja. Pizza! Und Donatello hatte den Stab. Ich finde sehr gut, dass wir uns sowas gemerkt haben. Ja, binomische Formeln, keine Ahnung, sagt die Hero Turtles mit den Farben und den Namen und den, und den Waffen. Und den Waffen. So, ist ganz vorne abgespeichert. Danke, liebes Gehirn. Genau, aber das ist auch ganz wichtig. Irgendwann kommen Außerirdische und sagen, nennt alle 4 Ninja Turtles. Sind wir am Start. Kali, Mero, mit Sombrero, Küken aus Palermo, wenn wir dich sehen, sind wir sehr froh. Eine kleine, ich weiß gar nicht, was es war, aber es war eine kleine, ein Küken, mit einer Eierschale auf dem Kopf und der hatte ganz viele Tierfreunde. Ja. Hast du geguckt? Habe ich geguckt, fand ich cool. Ja, habe ich nicht geguckt. Schön für dich. Ja, und das nächste ist auch das einzige Stück, was ich auf dem Klavier kann. Soll ich mal vorspielen? Hast du erkannt? Ja. Und? Keine Ahnung.
Paulchen Panther, so wie es im Original heißt, oder The Pink Panther oder Der rosa-rote Panther. Rose, der rosa-rote Panther. Ja, grandiose auch Originalverfilmungen dann in späteren Zeiten. Mit dem einen da. Ja, und der anderen. Ja. Ja, die waren sehr gut. Alvin! Alvin und die Chipmunks. Ich mache immer die gleiche Synchronstimme, ist vollkommen egal, aber die reden so. Ich weiß gar nicht, die haben immer so schöne Lieder gesungen. Es gab, auch, es gab auch die Filme, ich weiß gar nicht, ob die im Kino liefen oder die Filme. Ja, doch, Dirk. So gut. Es war, das ist so ein bisschen die gleiche Stimme, wie die auch die CDs von den Schlümpfen macht, oder? Ja, die genau. Die singt die immer die Lieder. Fand Alvin, immer so ein bisschen hochgepitcht. Genau, Alvin ist der Ghost-Sänger von den Schlümpfen. Ja, richtig geil. Also ich meine, die Connection müssen wir erstmal machen. Ja, also, Fact. Rizu, der kleine Drache, der immer Bauarbeiter werden wollte, oder? Ich dachte Tierarzt. Ach, Tierarzt, ja, stimmt. Nee, der wollte immer bei Game of Thrones mitmachen, der kleine Drache, aber hat es dann doch nicht geschafft. Ist er denn letztendlich Feuerwehrmann geworden? Ich werde Feuerwehrmann, weiß ich nicht. Sein Vater war ja immer krass dagegen. Ich glaube, sein Vater hat ihn irgendwann gefressen. Was kommt denn jetzt? Kommt jetzt? Die Glücksbärchis. Oh, ich fand die so toll. Und weißt du, wen ich am coolsten fand? Die mit der Regenwolke. Ja. Fandst du wirklich? Brummbärchi. Den fand ich auch am besten. Ich hätte gedacht, Echt? Du hättest den mit dem Stern genommen oder so. Oder nee. Mit dem Herz. Nee, den mit dem Hakenkreuz. Den, der ist in Deutschland der beliebteste. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Sandra Maya. Ah, das hat er gut gesungen, der Karelgott. Der Karelgott. Hat übrigens den geilsten Nachnamen der Welt, ne? Gott. Gott. Weißt du, da hat immer einer so, Maya, nicht so schnell fliegen, Maya, ich bin müde, Maya. Eins zu eins. Ja. Kannst du auch Flip? Boing, boing, boing. Also heute, du bist on fire, mein Junge. Mein Süßer, wolltest du sagen? Nee, mein Affengesicht wollte ich eigentlich sagen. Wie hieß der Neffe von Bugs Bunny? Der Neffe von Bugs Bunny? Buster. Sehr gut. Wie hieß der Neffe von Bastard? Bastard. Und wie hieß der Neffe von Daffy Duck? Fluffy. Plucky. Plucky. Reden wir kurz über die Tiny Toons. Coole Serie. Plucky. Ende. Plucky. Plucky, Plucky hat so durch den Willen Lach- und Spaßland. Wo will er hin? Das Lach- und Spaßland. Weißt du noch, wo er Lach- und Spaßland wollte? Da hatte er so Durst, Mann. Das war so krass. Das ist eine der schlimmsten Leidensszenen, die ich kenne, ne? Wie er Durst hat und ins Lach- und Spaßland will. Ja, oder wo sie durch den Tunnel fahren und die Luft anhalten wollen. Ja. Kennst du noch Elmira von den Tiny Toons? Die immer die ganzen, ich will nicht knuddeln. Ja. Siehst du, liebes Gazellengesicht, das bist du. Küss dich selbst, küss dich selbst. Tiny Toons waren geil. Ja. So schnell ist keiner irgendwo. Speedy B. Speedy Bo. Ja, war irgendwie am Start, aber jetzt nicht so, dass man gesagt hat, man muss ständig gucken, oder? Nee. Nee, war da. Aber kannte man. Kannte das man. Lied Kennst war, ja war, das Lied war eingängig. Ja. Die guten alten Chip und Chap darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Ist ja auch einer unserer Evergreens. Haben wir ja schon haben ständig. Haben wir schon öfters gesungen haben öfter gesungen und deswegen... Singen wir es in dieser Sekunde nicht nochmal. Graf Dracula! Der hing an meiner Schultüte dran damals. Ah. Ja, ich habe eine Schultüte gehabt, die musste man mit einem Kran anfahren. Weil krass, dann war ja dein Kuscheltier größer als die Schultüte. Ja, nein, die Schultüte war so groß, da waren so viele Sachen drin, die musste man mit dem Kran anfahren. Echt? Ja, weil sonst wäre ja auch Madness gewesen. Ja, ne? Sonst wäre ich halt nicht zur Schule gegangen. Glaube ich. Graf Dracula fand ich toll. Bin ganz doll stolz, dass ich den noch habe, weil in die Schule bekommen, weiß ich noch genau, welches Jahr das war, 1924 und seitdem habe ich den. Ja, aber ich muss jetzt nochmal ganz kurz was nachfragen zu Dracula, Fact-Checker. Was hat der getrunken? Hat der nicht Blut getrunken, oder? Nee. Sondern? Sperma. Ja, Graf Dracula, da kann man natürlich, darf man natürlich auch nicht den guten Captain Baloo vergessen. Und der hatte aber noch eine krasse Truppe, eine tollkühne Crew. Die tollkühne Crew von, es ist ein krasses Wort, tollkühn, oder? So ein altes Wort. Wie hieß es auf Englisch? And his reckless crew? Das wäre ja ein Actionfilm. Boah, Alter. Also. Fand ich immer blöd. Konnte ich nicht verstehen, warum Baloo vom Dschungelcamp... Vom Dschungelcamp. Vom Dschungelcamp auf einmal Flugzeug geflogen. Ja, man weiß es nicht. Wen ich aber richtig cool fand, war Charlie Brown, Snoopy und seine ganzen Freunde, die quasi heißen, wie heißen die? Die Peanuts. Die Peanuts heißen die. Charlie Brown, fandst du cool? Ja, da mochte ich aber auch diese Grumpy-Olle, die ihm immer... Die Lesbe? Die in ihm verliebt war. Die andere, die mit den schwarzen Haaren, die mir den Ball weggezogen hat. Die war das einmal seine Schwester? Nein, dann meine ich die andere, die verliebt in ihn war. Nein, das war... Also es war es gab, eine war verliebt in es ihn. Es gab Sally, Marcy?
Ja, die immer so ein bisschen gelispelt hat. Nein, das war seine Schwester. Nein, die Schwester war ganz doll in Schröder, den Klavierspieler, verknallt. Ach so, ja, die meine ich, die fand ich ganz witzig. Mein Liebling war die Schnuffeldecke von Linus. Als die Tiere den Wald verließen, muss auch genannt werden. Das war immer der Moment, als ich das Wohnzimmer verließ und nicht mehr auf den Fernseher geguckt habe. Ja. Habe ich nie geguckt. Nee, das war auch wieder schon noch. Das war halt auch nicht niedlich gezeichnet, sondern ja. Zu real. Zu real. Ja. Wo wir schon bei real sind, Inspector Gadget. Ja. Gogo Gadgetto Helm mit Propeller aus der Nase und dem Laser. Meine Hand wird zum Laserschwert. Zoom. Qualitätsformat Wiki und die starken Männer. Oh, da war ich auch sehr glücklich, als es davon diesen tollen Film gab, dann jetzt im Kino. Vom Bulli? Diesen deutschen, ja. Oh, den fand ich sehr gut, den Film. Ne? Ich habe damals die Serie nicht geguckt und den Film nicht. Aber was ähnlich war, weil es auf dem Schiff spielt, war Sindbad. Ach so. Ja, kennst du Sindbad noch? Das hatte auch so ein... Schau, wie viel Glück dieses Kind hat. Das Lied ist geil. Sindbad. La, 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 la. Ja. Aber die Serie selbst so war nicht so. Ja, war irgendwie. Aber das Lied war gut irgendwie, ne? Das Lied war gut, ja. Ja, Garfield und Odie. Geil. Garfield fand ich super. Konnte ich mich immer mega mit identifizieren. Kein Bock auf nichts. Schlafen, essen. Ich habe eine Tasse von Garfield, da steht drauf, ich hasse Montagmorgen. Bei mir steht drauf, ich hasse Montag bis Sonntag. Spider-Man. Das war noch geile. Damals gab es noch geile Superhelden-Serien, die wirklich richtig gut waren. Die Spider-Man-Serie aus den 90ern war richtig geil. Da hat es mich manchmal genervt, dass nicht die richtige Reihenfolge war. Ja, stimmt, weil die waren wirklich aufeinander aufgebaut. Ne? Genau. Ja. Aber ich hau direkt noch nächste raus, eigentlich so meine Lieblingsserie aus den 90ern, Batman. Animated Series. Ich fand das so... Oh, da war es aber schon ein bisschen düsterer geworden. Es war eine Trickfilmserie, Kinderserie, aber es war trotzdem düster. Ja. Und Batman steht am Anfang da im Intro so auf so einem Hochhaus und der Blitz kommt hin. Ja. Die Charaktere waren geil, super gezeichnet, super Geschichten und so. Das ist richtig schade. Ich habe ganz oft geguckt, das gibt's nicht auf Blu-ray, DVD oder sowas. Du kannst, glaube ich, manchmal streamen auf irgendwelchen Netflix hat zum Beispiel nicht. Na, schade. Aber ey, Batman fand ich saugeil. Das war meine Serie aus der Kindheit. Ja, aber in dem Zusammenhang, so von diesen ganzen Größen, wo es jetzt so Kinofilme gibt, da muss man auch sagen, The Real Ghostbusters. Wo es jetzt endlich mal Kinofilme von gibt. Endlich. Ja. The Real Ghostbusters war auch eine gute Serie. Super geil. Wer dein Lieblings-Ghostbuster? Peter. Ja. Damals bei mir, jetzt wäre es Peter, damals bei mir war es Egan. Egan, der Schlauberger. Ja, aber der Fact-Checker. Ich glaube, weil er blond war. Kann sein. Egan mochte ich auch, aber als drittes. Also bei mir war Peter, Ray, Egan und dann... Der Fahrer. Nee, die Sekretärin. Gab es noch jemand anderen? Nein. Slimer gab es noch. Slimer. Den fand ich auch nicht schlecht. Den Marshmallow-Mann? Ja, auch gut. Die Serie war gut. Die war auch gruselig. Die war auch zeitweise gruselig. Ja. Es gab eine Folge, muss ich jetzt mal kurz into deep gehen, wo so ein Monster aus dem Schrank kam. Boogeyman. Die war unheimlich. Mit so einer langen Nase, spitzen Zähne. Und da hat man immer nur das Gesicht gesehen. Ja. So Riesenkopf. Es war unglaublich. Es war unheimlich. Unglaublich. Ja. Das ist der Boogeyman. Ja, es ist unheimlich gewesen. Ja. Krass, dass du sie auch kennst. Richtig gruselige Serie, ja. Mann. Ey, ihr seht, es gibt so viele unfassbare Serien, wirklich. Ich finde, das ist geil. Und ich glaube, wenn ganz viele jetzt noch irgendwie laufen würden, man würde sich wirklich die Zeit nehmen, weil wir arbeiten ja sowieso nicht, und das gucken. Also es gab so viele Serien und für alle die jetzt enttäuscht sind, dass wir nicht auf jede einzelne Serie eingehen, ist einfach unmöglich, in der knappen Zeit das hier unterzubringen. Vielleicht gibt es ja mal einen zweiten Teil oder so. Ja, genau. Schreibt doch hier unbedingt in die Kommentare drunter, welche Serien ihr geil fandet, auch gerne warum, und dann reden wir vielleicht nochmal extra über diese Serien. Mhm. Aber uns ging es jetzt halt vor allem darum, dass wir die einfach mal nennen und jeder hat einfach seine eigenen Gedanken zu diesen Serien. Richtig. Und hat euch unsere kurze Zusammenstellung gefallen von den tollen Serien aus der Kindheit, dann abonniert doch den Kanal und gebt diesem Video einen Like und aktiviert die Glocke, damit ihr immer wisst, wann unsere Videos online kommen. Und wenn ihr uns auf Patreon unterstützen würdet, das würden wir sehr zu schätzen wissen, denn wir brauchen ein bisschen Hilfe, denn die Videos können wir leider nicht umsonst machen. Und deswegen helft uns auf Patreon, dann gibt es hier immer wieder neuen coolen Stuff und vielen Dank. Wo du gerade über Patreon gesprochen hast, nochmal einen ganz fetten Dank geht vor allem an Sonja, an Becky und an Steffi. Vielen, vielen Dank an euch.
Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig ist der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Schau muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Mann, 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 Mann. Was würdest du spontan, deine Lieblingsserie, spontan, nicht nachdenken? Ich glaube He-Man. He-Man? Ja. Krass, habe ich nie geguckt. Echt? Ich glaube, He-Man ist 80er, ne? Ist ein bisschen 80er so. Nee, aber He-Man war für mich so, dass ich immer die Hörspielkassetten hatte und dann natürlich die Serie gesehen habe und war für mich dann immer mega geil, ne? Dass ich dachte so, oh, jetzt siehst du die auch mal, wie sie da so rumspringen und so. Weißt du eigentlich, dass He-Man nur gemacht wurde, also die Trickfilmserie ist nur gemacht worden, um die Spielfiguren zu verkaufen? Ja, also, aber ist auch, finde ich, auch eine Legend. Hat ja auch geklappt, Alter. Hat total. Hast du die gehabt, die Spielfiguren? Die Spielfiguren. Ja, hatte ich alles. Echt, wirklich? Ich hatte so krass viel davon. Ich weiß, die da Burg gab... und so. Aber ich war mehr so der Skeletor-Fan. Ich wollte zwar, dass He-Man immer gewinnt, ja, insgeheim, aber habe immer lieber mit Skeletor gespielt. Also mit dem Bösewicht. Geil. Hat mir krass Spaß gemacht. Ich hatte die Biker Mice from Mars. Ja, ich hatte, wer war denn da der Bösewicht? Das weiß ich gar nicht. Waren das auch Limbo, Tiere? Limburger. Nee, einer. Limburger, so ein Käse. Irgendwie den Käse, genau. Das war so ein Fisch-reptilienartiger Bösewicht. Ich hatte die Ghostbusters-Figuren, ich hatte die Batman-Figuren, ich hatte die Spider-Man-Figuren, Mann. Ey, Mama, Papa, Alter. Was gab's denn noch was anderes bei Spider-Man? Was gab's denn für Figuren? Von den Bösewichten? Na, alle. Doc Ock und genau, so. Genau, Doc Ock. Captain Calamari. Genau. Von Venom kommt jetzt übrigens bald ein Film, ne? Ja, mit Tom Hardy als Hauptdarsteller. Ach. Ja. Bane. Ich weiß nicht, wo ich bin, Batman. Also du bist heute echt am Feier. Ich finde, du machst die krassen Impressions. Oh, es gab aber so viele geile Trickfilmserien. Ja, wir haben bestimmt viele vergessen. Ja, bestimmt. Pokémon. Pokémon. Haben wir nicht drüber gesprochen. Habe ich aber auch nicht geguckt. Ist Digimon auch da, das gleiche Universum irgendwie? Hört sich zumindest, ich glaube, so nicht. Ich glaube nicht, sonst so ein Ableger. So. Krass, da müsste ich mich beim nächsten Mal vorbereiten. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ne? Ich habe einfach nur den Namen aufgeschrieben und alles, was wir heute gesagt haben, kam aus dem Kopf. Bei dir? Hast alles nochmal einstudiert. Eine alles Woche. Geguckt gestern Nacht. Ja. Gestern Nacht, 24 Stunden, immer jede Folge reingeguckt. Ja. Nee, aber ist cool. Ist ein gutes Thema, weil es ein cooles Kindheitsthema ist und hat viel Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Okay, in dem Zusammenhang sage ich Winston, fahr schon mal den Wagen vor. Alles klar, Slimer. Bis dann.